Hallo und herzlich willkommen zu der 19. Folge Let's Play Invitra. Wir nähern uns hier auch höchstwahrscheinlich schon immer weiter. Hey, wir können hier rein. Und die Kiste öffnen. Weiter dem Ende des Spiels. Plattenrüstung des Lichts. Okay. Ich glaube, der braucht sowas nicht. 200. Kann ich vielleicht mal anders nehmen? Nee. Nee. Er kann sie nehmen. Und für ihn macht es natürlich wieder besser. Was hat er da vor drin? Eine Plattenrüstung. Was hat er denn drin? Die Wappenrüstung. Na, mal schauen, was wir hier noch so finden. Ah, das ist wieder so ein Ding zum draufstellen. Oh, ein Geist. Einer ist immer nett. Und Crit. Haha, okay. Mal wieder gekrittet. Der ist ja böse drauf heute. Okay, wir kommen zur nächsten Kiste. Aber ich glaube, wir müssen mal... Ich bin nämlich der Meinung, ich habe was übersehen. In der letzten Folge. Deswegen, also beim Rendern ist mir aufgefallen, dass dort noch ein Weg war, den ich wahrscheinlich nicht lang gegangen bin. Wenn man jetzt die Etage nach oben geht. Deswegen gehen wir da erstmal nochmal hin. Wenn es nie so ist, dann ist es halt Training. Hey, ist immer nie down. Jetzt. Geht doch. Boah, Leute. Treffen wir jetzt echt mal so eine Devise, ey. Hey. Oh, wird sogar funktioniert mal. Na, zahlt sie ihm heim, Bella. Ah, Luke ist bei 20. Und zwar, es ging glaube ich hier lang. Oh, El Golemovic. Brutaler Hieb. Sollte es laufen. Der Golem wird glaube ich nie beim ersten Mal vergiftet. Anscheinend, also kommt mir jedenfalls so vor. Jetzt, ne? Und jetzt ist er vergiftet. Und jetzt hat es nichts mehr gebracht, dass er vergiftet war. Naja, gut, okay. Nee. Hier lang und dann da lang. Jupp. Nochmal den Golem zerfetzen. Er hat immer noch nie genug bekommen. Wieder nicht vergiftet. Ja, wer weiß, wie soll man auch Steine so relativ vergiften, ne? Weg ist er, der Kleine. So, mal schnell heilen wieder. Dafür ist die Belle immer da. Bibel steht auf krasse Heilung. Ah, der braucht nie. So, und zwar war ich wahrscheinlich blind und man kann hier durchgehen. Ah, ich ja. Ich hab was verpasst. Gucken wir doch erstmal, was es hier hinten gibt, bevor wir überhaupt weitergehen. Müssen wir uns bloß merken, wenn wir da wieder runtergehen. Wir müssen durch die Mitte gehen zur Schatztruhe. Es sei denn, hier oben passiert jetzt irgendwas Unglaubliches. Okay, jetzt die Frage, machen wir jetzt die Side-Story gerade weiter oder ist das Haupt-Story? Ah, interessant. Naja, wir werden es wahrscheinlich sehen, wenn wir dann doch in der Haupt-Story sind. Dann werden
merken, denke ich mal. Ganz zum Schluss werden wir es merken, wenn dann der Abspann kommt. Oh, gruselig. Mehr Gräber. Die Dekoration ist interessant. Diese Sarkophagie weisen sehr schöne Ornamente und was und Verzierung auf. Wer auch immer darin liegt, muss von hoher Position gewesen sein. Jetzt nur deswegen hierher. Ich sag ja, zur Not sinnlos genutzt. Also was heißt sinnlos? Genutztes Training, damit wir hier Level-Ups kriegen. Achso, nee, hier hinten geht's auch noch weiter. Nochmal. Die Heilung auspacken hier. Meergräber. Unter jedem Sarkophag findet sich eine Inschrift. 141, 101, 116, 88. Keine Namen. Seltsam. Wieso ist da ein Fenster? Ich mach auch in so ein Ding erstmal ein Fenster rein. So, jetzt müssen wir dann doch mal ein bisschen aufpassen, was wir hier machen. So, die macht Feuerwehr sollte reichen. Ja, geil. Nummer kriegt 7 Schaden. Ganze 7. Er ist jetzt 20, der Loot. Ah, neuer ist auch 20. So, jetzt müssen wir mal dieses Mysterium klären. Das heißt, wir sind jetzt auch wahrscheinlich der Erste mit, der so Chars auf 20 hat. Bis nächstes Level 8500, okay. Und 8000, hey, der braucht mehr. Achso, nee, der hat eh mal was nie bekommen. Und hier werden wir mal kurz speichern, weil hier ist ja nicht umsonst der Boden rot. Und werden auch noch mal vorher heilen. Heilen wir auch mal direkt bis hoch. Stufen. Leise. Hört mal. Sind das Schritte? Da unten ist jemand. Lasst uns vorsichtig sein. Kurz hier lang gehen. Achso. Ich habe gerade die Vermutung. Ja. Nein, ich wollte zurückgehen. Ich muss gestehen, ich bin beeindruckt. Beeindruckt, dass ihr es so weit geschafft habt. Und beeindruckt von eurer Dummheit. Eine Bande Klugscheißer, die nicht weiß, wo sie hingehört. Ihr hättet auf meinen Rat hören und nach Hause gehen sollen. Latus, was tut ihr hier? Sagt ihr uns nun, was das mit all dem auf sich hat? Ich sagte euch bereits zuvor, ihr wollt es nicht wissen. Niemand will es wissen. Und niemand darf es wissen. Ey, der ist doof, ich will das wissen. Diese Entscheidung obliegt nicht allein euch. Wenn ihr nur wüsstet, ich bin geboren für diese Entscheidung. Ich bin nur einer in einer ganzen anderen Ahnenreihe von Abkömmlingen mit diesem Ziel. Ich bin hier, um euch Menschen vor der Wahrheit zu beschützen. Und das lasse ich mir von ein paar neunmal klugen nicht zerstören. Doch ich schätze eure Hartnäckigkeit. Ihr könntet euch als nützlich erweisen, daher will ich euch eine letzte Chance geben. Kehrt um, geht zurück dahin, woher ihr
ihr gekommen seid, vergesst alles, was ihr gesehen habt. Nö. Die vier Freunde sehen sich an und ihre Entscheidung ist klar. Ja, wir gehen, Mann. Niemals, Latus. Wir werden das hier und jetzt beenden. Ihr könnt die Wahrheit nicht länger vor uns verbergen. Glaubt mir, das werde ich. Ich bin sehr enttäuscht. Ihr hättet euch als sehr nützlich erweisen können. Nun beenden wir es. Jetzt. Hier. Oh Gott. Zwei Kreaturen treten aus dem Schatten und greifen euch an. Warte mal kurz. Verschlinger? Und also mein Gott. Ist ja auch echt mal völlig hässlich. So, brutaler Hieb auf den da. Die macht meine Giftwelle und die macht... Wir haben ja gerade MP-Lichtkraft. 480. Okay, also er hat ein bisschen was. Ja, Latus ist vergiftet, ne? Ist ja sein Problem jetzt, ne? So, wir haben... Und das machen wir. Was kann der machen? Müsste empfehlen gerade. Okay, soll er mal auf den drauf knallen? Die hat schon alle gemacht. Na, was soll sie machen? Normal angreifen. Und die macht wieder Lichtkraft. Okay, 22. Da effektiv gesehen nie wirklich was dran, aber okay. Hä? Okay. Ihr armen Irren, was jenseits dieser Tür liegt, übersteigt eure Vorstellungskraft um Längen. Kehrt um oder ihr werdet unser Königreich zerstören. Unsere Welt. Alles. Mit diesen letzten Worten sagt er leblos zu Boden. Wir haben gesiegt. Ja, großartig, Leute. Ja, was ist los, Noah? Du siehst besorgt aus. Ich weiß nicht, was, wenn wir falsch lagen. Was, wenn er recht hatte. Jetzt komm schon, Kumpel, im Ernst? Der Typ verbirgt doch was. Sicherlich, es ist nur... Ach, ich weiß nicht. Gehen wir. Vor uns liegt eine Wahrheit, die aufgedeckt werden will. Das ist mein Freund, wie ich ihn kenne. Auf geht's. Will ich das wirklich gerade? Heilkräuter. Ihr tretet heraus, ins blendend helle Licht. Es dauert eine Weile, bis ihr euch daran gewöhnt habt. Du meine Güte. Was im Namen. Ich kann es nicht glauben. Es ist endlos. Die alten Legenden, es stimmt alles. Es ist alles wahr. Okay. Temperature 22. Okay, das ist krass. Humanity 76%. To be continued. Ja, In Vitra. Copyright Bumblebee 2016 bis 2017 published by Roker Publish GmbH. Ja, und da steht da auch Tassilorau, das ist der, mit dem ich in Kontakt stehe. Und ja, wie ihr seht, wir haben jetzt In Vitra abgeschlossen. Wir haben mit Sicherheit ein paar Sachen vergessen. Ihr wisst jetzt gerade im Heiligtum, da gab es noch eine Schatzkiste. Aber ihr seht, den Endboss haben wir jetzt gerade echt easy gelegt, finde ich. Das war jetzt ohne großen Aufwand. Und ja, das ist echt interessant. Also das Spiel ist wirklich echt schön. Ich kann damit
was anfangen. Ich finde es super. Also mir hat es gefallen. Ich hoffe euch, wie gesagt, auch. Und jetzt bin ich ja glatt mal gespannt, ob ich bei den Beta-Testern sogar schon mit drin stehe. Ich glaube es zwar nicht. Aber naja. Wie gesagt. Also ein wunderschönes Spiel. Es sind jetzt 19 Folgen gewesen. Wenn ich das so im Schnitt rechne, sind wir da bei... Boah. Bei wie vielen Stunden sind wir da so? Achso, wir waren so bei 6 Stunden ein bisschen was. Und ja, ich finde, für das Geld ist es das völlig wert. Das Spiel macht Spaß. Also, ja, Leute, haut mal rein an die Tasten. Wie empfandet ihr das Spiel? Und ja, ich überlege mir, was ich als nächstes hier für euch auf dem Kanal anbiete. Und wir sind wieder im Startscreen. Also, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hören wir uns doch einfach im nächsten Let's Play wieder. Also, viel Spaß noch. Ciao.